Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Limbo. Ja, Limbo, wer es nicht kennt, ist einfach nur ein Hammerspiel. Ja, ich habe es nur kurz angespielt. Es ist eigentlich blind. Ich habe es mal vor ein paar Jahren gesehen, also ein Let's Play von. Ich fand's Hammer. Ich wollte es immer schon haben, jetzt habe ich's. Und jetzt Let's Play ich's auch. Ja. Ja, man kann sagen, es ist blind, ja. Man kann sagen, was man will. Ich habe schon mal gesehen, ja. Aber ich merke mir nicht alles und ja, es ist blind. Ich sag jetzt einfach, es ist blind, okay? Ja, zu Limbo, es ist ein wirklich eigentlich deprimierendes Spiel. Ich starte jetzt einfach mal. Man sieht, es sind eigentlich nur zwei Farben, die dieses Spiel prägt. Schwarz und weiß. Und helleres Schwarz und dunkleres Weiß. Okay, das sind vier Farben, aber es ist halt Schwarz und Weiß. Dieses Praktische und ja, das Praktische und ja, das der kleine schwarze Junge ist Limbo. Das Schattenmännchen. Mit den hellen Augen. Ja. Das ist Limbo. Also das Spiel Limbo. Ich habe keine Ahnung, wie der Junge heißt. Oh. Das war Zufall, ja? Das war echt Zufall jetzt. Oh Mann, jetzt werden wir. Das war wirklich Zufall. Ich hab's echt nicht gewusst. Ja, Limbo ist ein Jump'n'Run. Mehr nicht. Man kann nur laufen. Es ist sogar mit den Pfeiltasten. Man läuft. Und man kann springen. Man weiß, man wird einfach hier hineingeworfen. Ihr habt gesehen, es ist komplett ohne Story. Und schaut euch das mal an. Es ist einfach nur geil. Die ganze Art, wie das Spiel gemacht wird, es ist einfach nur geil. Oh, das ist so göttlich. Ja, ich würde es erstmal sagen, darunter. Ja, ich habe euch jetzt auch nur gezeigt, Limbo ist sterblich, er ist kein Übermensch und kann nicht von Sachen hoch oder runterfallen. Hochfallen geht auch lustig, ja. Hochfallen ist auch cool. Vor allem, wenn man die Treppen hochfällt. Hochfallen. Ja, nein, wir sind jetzt aber runtergefallen und wir können auch eine Aktionstaste. Das ist halt das, was wir gerade eben machen. Und hier auch. Und da auch. Ja, und Limbo kann klettern. Oh nee, warte. Ich muss echt mit der Steuerung klar werden. Ich bin eigentlich mit gewöhnt, das Springen Spaces. Leertaste, aber egal. Es ist einfach nur göttlich, das Spiel. Es ist wirklich einfach nur göttlich. Ich spiele das jetzt und ich hoffe, euch gefällt's wirklich, denn mir gefällt's einfach nur wirklich. Und es ist einfach ein sehr realistisches Spiel eigentlich. Ja, okay, man ist ein Junge, der einfach aufwacht im Wald und irgendwie keinen Plan hat, wieso oder weshalb oder schaut euch das mal an. Es ist göttlich. Ja, weiter habe ich eigentlich auch nicht gespielt. Es war eigentlich wirklich nur wow, 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 nicht fallen. Kannst du schwimmen? Er kann nicht schwimmen. Gut. Och, bitte. Er kann nicht schwimmen. Das ist schlecht. Ich mag Leute nicht, die schwimmen, die nicht schwimmen. So, das Spiel ist scheiße. Limbo kann nicht schwimmen, genau. Überlebe ich? Ja, ich bin überlebt. Yeah, Limbo, du kannst was. Ja. Das ist eigentlich das Prinzip. Man weiß nicht, wieso man in diesem Wald. Ja, man kann sagen, es ist ein Wald. Also, ich habe keine Ahnung, wieso der Junge dort aufgewacht ist und was er vorhat. Und man, das ist ein Jump'n'Run, ja. Und es sind Rätsel. Es ist ein Rätselspiel. Weiß nicht, wusste.
Es ist wirklich schön. Also wirklich, falls ihr es nicht kennt und es einfach nur kennenlernen wollt, dann schaut, dann wirklich, rate ich euch wirklich nur, schaut es euch an. Wenn ihr jetzt sagt, nee, weißt du, du bist voll scheiße als Player und du, dann schaut's, dann klickt weg und schaut's bei jemand anderen an. Es gibt sehr viele, die das machen. Und gut, du hast mich nicht zerquetscht, ich mag dich, Boot. Ich mag dich, wirklich, Boot. Schaut das bei jemand anderen an, aber wirklich, gib dem Spiel nicht die Schuld. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Sind die gefährlich? Kann ich loslassen? Nee, kann ich nicht. Gut, du bist nicht tot, ich mag dich. Wieso bist du dann da hinten vorhin gestorben? Okay. Nimm. Ja, gut. Gut. Ich glaube, das war das erste Rätsel mit dem. Das habe ich aber noch in Erinnerung, das mit dem Boot. Es ist wirklich blind, Leute. Und es ist alles extrem groß. Wirklich. Die sind auch groß. Hallo, die. Kann ich so und so? Komm ich rüber? Ja. Hey. Ich bin gut. Ja, weiter geht's. Kadaver. Ich weiß jetzt nicht, welches Tier das ist, aber es ist mir auch ehrlich gesagt. Oh komm, das ist gemein. Ich bin da voll reingesprungen, ey. Ich will auch ehrlich gesagt hoch. So. Und so. Okay, jetzt warten wir. Du scheiß Dinge, du bist voll nimm ab, ey. Du bist voll fett. Das gibt's nicht. Das ist eine Bärenfalle, ja? Ja, toll, ich habe hier eine Bärenfalle. Es ist echt nur, dass ich... Hä? Muss ich irgendwie so richtig pro-like schwingen und dann so richtig auf die Bärenfalle vielleicht landen, damit ich die Bärenfalle so krass erdrücke mit meinem fetten Übergewicht, damit ich damit ich irgendwie so hochgeschossen werde, dass ich da oben bin. Geht aber auch nicht. Also entweder bin ich fett, also Limbo, ich bin nicht fett. Oder das komische Töte-Ding, ja. Oder sie fliegen, greifen es an und sind so voll gefressen von dem Vieh, das. Ja. Kann auch nicht sein. Ja. Moment.